Sie haben viele Ideen gehabt, miteinander diskutiert und lange für Ihr Projekt gearbeitet. Beim Finale von Nanu sehen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b der Schönberg-Realschule, dass sich ihre Mühe gelohnt hat. Petra Schoch vom Kultusministerium übergibt Ihnen den ersten Preis im Wettbewerb Neues aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht. Zum 19. Mal fand der Wettbewerb statt und das Finale in diesem Jahr hoch über Heidelberg im Haus der Astronomie. Teamarbeit muss sein. Das haben die Realschüler aus Schönberg im Zollernalbkreis praktisch erfahren. Die ganze Klasse hat mitgemacht beim Stausee-Projekt. Was steckt da eigentlich dahinter? Im Endeffekt ist ja das Schöne, dass der Stausee direkt hinter unserer Schule liegt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sobald ich mit den Schülern nach draußen gehe, sind die automatisch motiviert, Fragen zu stellen. Das heißt, der Forschungsgedanke kommt so automatisch durch. In dem Moment, wo die ihre Fragen stellen, sind die auch gewillt, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Am meisten Spaß hat mir gemacht, dass wir einfach auch draußen in der Natur waren. Ich habe auch gelernt, dass wenn man schwimmen geht, dass man nicht nur irgendeinen See schwimmen geht, sondern auch was der Stausee alles in sich hat. Das ist der Stausee, den die Schüler von der Wasserqualität bis hin zu den Tieren, die dort leben, genau untersucht haben. 8 Expertengruppen haben sie gebildet und zusätzlich für ihre Mitschüler Learning-Apps mit Fakten und Videos entwickelt. Nanu steht für Neues aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht und es ist ein Wettbewerb, der sich ausschließlich an Realschülerinnen und Realschüler wendet. Es geht darum, dass im naturwissenschaftlichen Unterricht neue Wege beschritten werden, dass die Schüler sich Fragen stellen und dass diese dann auch im Projekt vorgestellt werden. Die Schönberger mussten wie alle der 10 Finalisten ihr Projekt der Jury überzeugend vorstellen. Sie sind Lehrerausbilder, Schulleiter oder Fachlehrer oder arbeiten im Kultusministerium. Sie schauen, wie Praxis und Theorie zusammenpassen und gut präsentiert werden. Die Realschule ist eine sehr starke und sehr beliebte Schulart in Baden-Württemberg. Sie arbeitet innovativ, verlässlich und nachhaltig. Und die Realschulen des Landes Baden-Württemberg stellen täglich unter Beweis, wie sie pragmatisch mit der Unterschiedlichkeit der Schülerinnen und Schüler umgehen. Die Realschule ist eine der wichtigen Säulen im baden-württembergischen Schulsystem. Sie hat eine große Vergangenheit und viel Zukunft. Das zeigt auch das Engagement der Wirtschaft, die den Wettbewerb Nanu seit vielen Jahren unterstützt. Neben Stiftungen und Unternehmen sind die Chemieverbände Baden-Württemberg und der Fonds der chemischen Industrie seit Beginn Förderer des Wettbewerbs. Ursula Fugishahn, Geschäftsführerin beim Pharmaunternehmen Böhringer Ingelheim aus Biberach, findet die frischen Ideen und den Wissensdurst der Jugendlichen besonders gut. Wir sind eine innovative Branche. Da ist es wichtig, dass wir viele Fragen stellen, die uns weiterbringen. Es ist so schön zu sehen, wie Kinder und Jugendliche das genau tun. Im Realschulwettbewerb Nanu stellen sie Fragen, wie funktioniert das? Woher kommt das? Was ist da drin? Diesen Forschergeist fördern wir. Deshalb unterstützen wir Nanu. Nicht nur für die Gewinner hat sich der 19. Nanu-Wettbewerb gelohnt. Für alle 10 Finalistenteams ist das Finale ein krönender Abschluss des Wettbewerbs. Und ihr Projekt bringt die Schülerinnen und Schüler und ihre Realschule auf jeden Fall weiter.